Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal. Ja, in der letzten Folge waren wir ja noch in Flussheim und haben uns dort mal genauer mit dem Phasmalismus beschäftigt. Und ja, eine Waffe spektralisieren und die Erscheinung ausrüsten lassen, das haben wir ja auch noch auf dem Zettel. Und das hätte ich theoretisch auch machen können, habe ich dann aber nicht. Und ist aber nicht so schlimm. Wir wissen ja, wo wir zwei Phasmalistentische finden und ja, können das ja jederzeit machen, wenn wir dann auch vielleicht mit dem Myraden wieder nach Flussheim fliegen können. Das Einzige, was jetzt los ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo Jesper abgeblieben ist, der wird mir jetzt hier angezeigt, aber ja, keine Ahnung, ich bin jetzt hier wieder bei den Zwillingstürmen, da unten ist ja noch das Boot, das würde ich auf jeden Fall sehr gerne mitnehmen wollen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so genau, wie ich da hinkommen soll. Bis nach Ark ist es auch noch, eine ganze Strecke. Ich könnte mir vorstellen, dass man da hinten irgendwie runterkommt und dann noch zurückgehen müsste. Das können wir eigentlich auch machen. Dann haben wir quasi gleich beide Wege hier abgesammelt und erkundet. Und ja, ich muss mal gucken, ob jetzt Jesper noch irgendwie hinterherkommt. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der ist irgendwie auf der Strecke, ist der irgendwie lost gegangen. Schade. Noch hier eine Windwurz oder so? Oder eine Eispranke wär cool gewesen, aber leider nicht. Oh. Ja, gönnen. Hier sind keine Gegner, wundert mich ja. Jesper wird auf euch warten, steht da oben jetzt, ja. Folgt euch nun wieder, ja, aber wo ist der denn? Ja, der ist noch weit weg. Komisch, der hat sich bestimmt irgendwo an so einer Felskante oder so verfriemelt. Ja, und jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Oh, nee, ne? Ja, genau, und hier ist jetzt auch so eine Brücke. Und hier könnte man jetzt lässig eigentlich zurückgehen. Was wir auch mal tun werden. So. Reicht auch wieder, ne? So, sehr schön. Jesper wird euch auf euch warten. Ja, der muss doch erstmal hinterherkommen. Ach nee, Leute, hier kommen wir nicht hoch. So ein Dreck. Das ist, ist er jetzt doch hier? Ja, siehst, da hängt er zum Beispiel auch am Baum. Ja, grüß dich. Servus. Schön, dass du wieder da bist. Wir müssen aber nochmal zurück. Ich komme da nicht hoch. Bei dem... Ich habe das nicht gesehen, dass da auch noch ein Wasserfall ist. Ich wollte ja nochmal zu dem Bötchen. Ach, guck mal, das habe ich auch übersehen. Ist ja interessant.
Naja, wir können ja jetzt wieder tragen. Ich habe mich ja in, hey. Ich habe mich ja in Flussheim noch erleichtern können, bei den ganzen Händlern alles verkauft und so weiter. Ach du Scheiße, muss ich hier irgendwie runter? Ja, das wird aber gehen. Oha. Boah, die greift uns bestimmt an. Guck mal, hier ist noch eine Erzader. Wie? Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass die uns angreift. Naja, sei es drum. Schade, dass die immer nichts dabei hat, ne? Ach, wo kommen wir jetzt hier raus? Okay, das habe ich schon gesehen, das Haus, dann hätte ich auch hier hinten rumgehen können. Na gut, das wusste ich jetzt nicht. Ah, das sieht schon wieder verdächtig. Öffnen Familiengruft Keldron. Was? Oh, was gibt's denn hier noch für einen geilen Scheiß? Ich will hier auch gar nicht so weit wegdriften, um ehrlich zu sein. Will jetzt auch gar nicht so weit wegdriften, weil ihr seht ja, wie weit das hier hochgeht. Aber es war jetzt nur, weil der Bär da jetzt schon kam. Da oben sind auch schon wieder Viecher. Nee, nee. Wir bleiben mal hier. Dann gucken wir zuerst beim Bötchen. Und wenn wir zurückkommen... Oh, guck mal, Leute. Schönes Wetter. Spät haben wir das. 7.39 Uhr morgens. Dann gucken wir uns dann nochmal diese Gruft an. Ah, guckt mal hier. Und wie der Bandit... Ach nee. Wegelose. Nee, verloren, so. So. Oh, ordentlich paar Groschen. Hirsch. Leiche eines Grabräubers. Oha. Ja, der hat denn wohl seine letzte Ruhe auch hier gefunden. So, gibt's hier noch was? Eine Eispranke vielleicht oder so? So, ist das jetzt das Boot, was wir von oben gesehen haben? Ja, ne? Das müsste das eigentlich sein. Hab ich gar nicht gesehen, dass das so viel ist. Ja, das passt aber. Ah ja, Pilze noch. Ne?
Die hat mal wieder was dabei. Interessant, interessant. Okay, ja, dann gehen wir noch hier rein, Leute. Ich werde mal nochmal einen richtigen Safe machen. Es könnte... Könnte ja schon wieder ein bisschen gruselig werden hier. Hier geht's schon mal nicht weiter. Ei! Experte! Das können wir, glaube ich, vergessen, Leute. Ich kann es ja mal... eure Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Erhöht eure Fähigkeit in Schlösserknacken oder entwickelt entsprechende Erinnerungstalente. Schade, Leute, es bleibt uns verborgen. Zumindest fürs Erste. Oder kann ich das hier... Ne, das kann ich nicht durchbrechen, die Barriere. Schade, das müssen wir uns merken. Wird das eingezeichnet? Nie. Ah, das müssen wir uns merken. Tja, Leute, da ich ja so ein bisschen vergesslich bin, werde ich mir das mal aufschreiben. Zwillingstürme. Türme. Unten. Familiengruft. Keldron hieß das ja, ne? Ja, dafür habe ich immer Zettel und Stift hier liegen. Na gut, sei es drum. Schade, dass wir es nicht machen können. Aber dann ist das halt so. Ui. So, dann machen wir mal weiter. Jesper folgt euch nun wieder. Ja, wo ist er denn? Ach da, haha, da lacht das Herz. Ja, was haben wir denn hier noch so? Immerhin, ne? Eisenerz noch. Jetzt eine gute Pfeife. Jetzt eine gute Pfeife. Ja, wollen wir uns gönnen. Ich habe auch eine Pfeife dabei. Friedenskraut habe ich auch. Hm? Was meinst? Hm? Hier so im Wald. Ich komme gleich runter. Oben war doch irgendwie noch der Schuppen, ne? Ja, was meinst du? Wo ist ein gutes Plätzchen? Jetzt eine gute Pfeife. Ja, was meinst, hier oben vielleicht hinsetzen? Oder hier direkt hier so ein bisschen am Fluss? Hier so? Ja, komm, hier ist eine gute Stelle, das machen wir. Pfeife, Pfeife. Ja, ah, nee, scheiße, ich habe kein Friedenskraut. Das habe ich alles in Flussheim vergessen. Och, tut mir leid. Wir müssen erst Friedenskraut finden. Ah, wie blöd, ey. Da hätte ich mich gerne mit ihm hingesetzt. Wenn wir noch schön eine puffen können.
Hier ist auch schon wieder was los. Ja. Naja. Er hat, er haut auch gut rein, ne? Ja, lass mich hier nochmal ein bisschen Blüten sammeln hier. Ja, wenn wir jetzt hier Friedenskraut finden würden, das wäre doch... Das wäre doch geil, ne? Was ist denn hier? Oh, mich erschrocken. Ziegenfleisch. Untote vertreiben. Was ging denn hier ab, sag mal? Ist hier noch weiter was, oder? Ja, guck mal, ein Groschenbeutel, ich fasse es nicht. Ha! Zwar nur 7 drin, aber ist ja egal, ne? Wisst ihr, kennt ja mein Motto, wer den Pfennig nicht ehrt. Es ist alles nicht wert. So, wie bin ich denn jetzt hier? Sie mich jetzt hier fallen lassen? Ja, anscheinend schon. Ist gar nicht mehr. Ja. Egal. Witzgras. Da ist schon das nächste, Leute. Oh, ich fasse es nicht. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Hier geht das schon zu einer anderen Richtung. Alte Zollstation. Oha. Nehmen wir die jetzt schon mit oder lassen wir das bleiben? Wegetechnisch, achso. Ah ja, das ist ganz gut zu erkennen, weil da drüben der Bienenstock ist. Guck mal hier. Arg. Herzland. Erzland, Flussheim. Gibt einfach zu viel hier zu finden, ne? Mann, ey, das ist ja echt irre hier. So, ist der andere Affe jetzt hingeflogen? Boah, hier noch eine Schmuckschatulle. Ring der Läuterung. Okay. Ah, gibt ja mal alle Hand hier zu entdecken, ne? Das ist ja echt genial. Ach ja, hier war er.
So, und dann haben wir ja hier hinten noch, war ja noch das Haus, ne? Gucken. Dass wir jetzt auch nicht kartentechnisch zu weit abweichen. Jetzt lange keine Eispranke und so mehr gefunden, tatsächlich. Ah, gerade noch von gesprochen, ich fass es nicht. Oh. Noch ein zweiter. Oh, noch ein dritter. Scheiße. Oh, nee, Alter. Oh, Mist. Wo habe ich abgespeichert? Oh. Oh, was? So weit habe ich schon wieder weg. Nee, oh Leute, das ist. Nein, oh, ich muss mir das unbedingt wieder angewöhnen. Mit dem Speichern, ey, das ist schon wieder voll weit weg. Ich muss jetzt wieder. Auf dem Land versauern, Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute für nichts zu schade. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Safe, safe, safe. Ich muss mal mehr Saves machen, Leute. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Oh. Ah. Jetzt eine gute Pfeife. Ja, ich hab nichts dabei zum Rauchen. So ein Scheiß. Mir leid, ey. So. Ja, es kann jetzt natürlich sein, dass ich jetzt ein paar Pilze oder sowas hier übersehen habe. Eispranke, ja, da muss ich mich dann ja etwas mehr vorsehen. Da ist die. Ich höre die ja auch schon toben, aber ich sehe die halt nicht. Da könnte noch eine sein. Ah, das kann ich nicht riskieren, Leute. Das sind zu viele, das sind drei oder vier Stück. Da muss ich erst. Da, siehst du, habe ich doch gesagt. Da und hier. Familiengruft Keldron entdeckt. Ach, hier ist der Eingang. Denn ist das da hinten quasi ein Ausgang, was ich da. Okay. Na, dann versuchen wir nochmal unser Glück.
Weiß gar nicht. Jesper, der kommt, glaube ich, denn nicht mit, ne? Ups, da war ich ein bisschen zu schnell. Geil, Leute. Ihr seid auf Stufe 10 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Derzeitige Attribute: Lebensenergie 126, Mana 120, Ausdauer 95. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Ja, da müssten wir dann eigentlich mal wieder Lebensenergie nehmen. Und eigentlich müsste ich auch so langsam mal Ausdauer nachziehen. Wow. Das ist ja wieder was. Hier ist noch eine Tür. Urne? Sind überall so Groschen verteilt. Tja, ist eigentlich echt echt frevelhaft, was wir machen, dass wir hier da die Gruft leer räumen. Aber naja, die Toten brauchen es nicht mehr. Was wollt ihr denn hier so? Skalpell. Schiere. Prozent auch schon wieder unser Arkanistenfieber. Aber wir können ja noch mal zum Ende der Folge uns noch ein bisschen was dir an den Kopf hauen. Untote vertreiben. Totenfunke. Ein Projektil aus dunkler Macht, die 18 Punkte Entropie-Schaden zufügt, aber die euch gleichzeitig selbst schädigt. Frosthauch verursacht eine Wolke aus Kälte, die 5 Punkte pro Sekunde an Leben und Ausdauer verursacht. Panik. Kreaturen und Menschen bis Stufe 9 fliehen für 9 Sekunden. Und dann haben wir ja hier auch noch ein bisschen Schlösser knacken. Geselle, schön. Na. Na, da können wir nichts mehr mit anfangen. Damit auch nicht. Aber ja, haben wir das dann auch noch gemacht. Dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen was eingelöst. Schön. Ja, super, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich hier aber zu Ende. Oder mache ich hier Ende mit der Folge. Ach, schade. Ich habe gedacht, das ist Friedenskraut. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was uns hier in dieser Familiengruft noch so alles erwartet. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch meine Let's Plays gefallen, auch sehr gerne ein Abo. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge Enderal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.